Während Klaus Störtebeker sich auf dem Weg nach Whisky befand, konnte Gödicke mittels der Versuchung, fette Beute zu machen, nicht widerstehen. Er schlug mit seiner Mannschaft einen anderen Kurs ein, folgte dem Duft des Goldes und griff den Konvoi der Hanse und des Ritterbordens an. Des Deutschen Ritterordens und der Hanse war Gödicke Michels nicht gewachsen. Sein Schiff wurde schwer getroffen. Seine Mannschaft konnte sich ans sichere Ufer retten. Nur Gödicke Michels wurde von Hunden und Jünglingen gefangen genommen, da er bis zum letzten Moment weitergekämpft hatte. Ich bin ein Riesenrennvieh!